Hallo, in diesem Tutorial möchte ich euch gerne zeigen, wie man ganz schnell und einfach Manga-Augen kolorieren kann in Paint Tools Sai. Also in einem anderen Programm geht das wahrscheinlich nicht, weil ich zwei bestimmte Funktionen benutze und ich weiß nicht, ob es die in Photoshop oder so gibt. Ich werde jetzt nicht so viel Hintergrundinformationen geben und so, sondern einfach nur sagen, was ich tue. Und es wird auch ein bisschen unsauber sein, aber was soll's, ist ja nur ein Tutorial. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr die Lines schon habt. Und unter den Lines erstellt ihr hier eben einen neuen Layer, damit man nicht über die Lines drüber malt. Versteht sich von selbst. Und dann wähle ich mache das jetzt nur an einem Auge, wähle ich die Iris aus mit dem Zauberstab-Tool und gehe nochmal auf meinen Layer, ja, meinen Color-Layer und suche meine Farbe aus. Ich weiß nicht, welche Farbe ich holen soll. Ich glaube, ich hole Blau. Blau ist immer schön. Nehmt die Farbe, die ihr wollt. Aber wenn es geht, hell, weil die Augen werden gleich noch ziemlich dunkel sein in meinem Stil. Dann drücke ich da drauf, damit ich nicht übermalen kann und male oben das mit dem Pencil in einer dunkleren Farbe aus und male noch so einen Kreis rein. Das hat jetzt keinen besonderen Sinn. Ich mache es halt einfach nur gerne. Und ja. Ups. So. Dann erstelle ich einen neuen Layer und drücke auf Clipping Group. Und dann nehme ich erstmal Shade. Hier oben bei Mode. Und dann nehme ich ein dunkles Blau. Vielleicht gehe ich ein bisschen weiter in diesen Ton rein. Hole ich den Airbrush. Und gehe dann da drüber. Über den oberen Teil. Mit dem Marker. Dann hier hin. Meinetwegen auch noch ein bisschen dunkler, damit man das ein bisschen mehr sieht. Und hier drüber. Ich sag jetzt nicht, was das für einen Sinn hat. Ich weiß es nicht. Es ist halt eben nur so, wie ich es mache. Bisschen dunkler oben. So. Und dann nochmal dasselbe machen mit Clipping Group. Aber diesmal gehen wir auf Luminosity. Und dann nehme ich dazu ein bisschen Türkiston in hell und gehe wieder mit dem Airbrush drüber. Die Destiny ist auf unter 50 hole ich die meistens und dann gehe ich so sanft darüber. Dann hole ich den Pencil, stelle die Destiny wieder auf so ungefähr 50-40 ein und klicke mit der Maus ein paar Mal drauf, sodass das so einen runden Bogen, ups, dass es so ein runder Bogen ist. Und dann male ich um den runden Bogen nochmal drumrum. So. Und dann vielleicht noch ein paar kleine Details. Hier rein. Je mehr Details das Auge hat, desto mehr sticht es halt raus. Und ich mag Augen malen, das ist entspannend. Oh gut, der letzte Schritt ist eigentlich, man geht über den Layer von den normalen Lines, nimmt den Pencil und macht die Lichtpunkte von da, wo das Licht halt herkommt. Und vielleicht noch an den Rand, weil es schön aussieht, weil ja, es muss halt schön aussehen, ja. Und dann ist es meistens noch so, dass ich mit dem Airbrush so oben den Wimpernkranz oder wie man das nennt, so koloriere ein bisschen in den Farben, in denen ich eben das Auge koloriert habe und am Rand ein bisschen heller. Das ist halt eine Angewohnheit, das mache ich halt. Und dann mache ich vielleicht noch so Glitzer-Dinger rein. Kann ja jeder machen, wie er will. Und ja. Ah ja, und wenn ihr unten drunter weiß malt, ich mache das mal gerade, dann könnt ihr auch einen Airbrush holen mit einem Grauton und dann oben grau machen mit Airbrush. So. Und das ist dann das fertige Auge. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich bin immer noch nicht sehr erfahren im Tutorials machen und laber wieder. Aber ich glaube, es war nicht so schlimm wie das letzte Tutorial. Und ja, wie gesagt, fragt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war hilfreich. Und ja. Tschüss!